Ich bin ein sehr schüchterner Mensch und mit Social Media hatte ich bisher nicht so viel zu tun und ich wollte eigentlich auch gar nicht. Aber so langsam muss ich herauskommen und mich zeigen. Wie ist meine Marke entstanden? Ganz einfach. Ich habe für viele Marken gearbeitet, viele Erfahrungen gesammelt und die Erfahrung hat gezeigt, dass Friseure, Kosmetikerinnen und Visagisten große Probleme haben, tolle Produkte zu finden, die es eben nicht überall gibt. Und so ist meine Marke entstanden. Mal ganz ehrlich, wie viele Visagisten gibt es denn, die eine eigene Linie haben? Und diejenigen, die eine eigene Linie haben, sind das wirklich Visagisten oder sind das vielleicht einfach Promis? Bei mir auf jeden Fall, ich schminke jeden Tag, ich arbeite mit den Produkten, ich weiß, von was ich rede und das finde ich super interessant. Meine Produkte sind sehr, sehr stark pigmentiert, das heißt, man braucht immer nur ganz wenig Material und kann unglaublich tolle Ergebnisse damit erzielen. Und was auch wichtig ist, meine Produkte haben eine riesige Farbauswahl. So haben wir 168 Puderpigmente, mit denen wir alles machen können. Damit können wir Augenbrauen, Lidschatten, Augenkonturen, Highlight, Contouring, Rouge und sogar matte Lippen. Wir können alles damit zaubern. Als Vegetarier esse ich keine Tiere und deswegen gibt es bei meinen Produkten keine Tierversuche. Das war von Anfang an so und das wird auch so bleiben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass meine Produkte hier in Deutschland produziert werden. Made in Germany steht ganz oben bei uns. Früher habe ich bis zu 4 Looks pro Jahr produziert und viele andere Sachen. In den letzten Jahren habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich der Meinung war, dass die Jüngeren jetzt ihre eigenen Looks machen sollen. Aber die Praxis hat gezeigt, dass immer noch viel von mir erwartet wird und deswegen machen wir jetzt ganz viel. Natürlich gab es in meinem Leben viele Höhen und Tiefen. Etwas sehr Schönes war, als ich 2019 die Goldene Maske verliehen bekommen habe für besondere Verdienste. Das fand ich ganz toll. Was nicht so schön war, die letzten 3, 4 Jahre, die waren sehr, sehr schwer. Aber wir sind noch da und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Natürlich liegt mir die Umwelt sehr, sehr am Herzen und deswegen achten wir auf kurze Transportwege. Und ich habe dieses Palettensystem erfunden mit Magneten. Das heißt, man kann beliebig kombinieren und alles wieder auffüllen. Meine Inspirationen hole ich mir, wenn ich auf Reisen bin. Ich beobachte gerne Menschen und ich schaue mir gerne schöne Dinge an. Aber ganz ehrlich, die größte Inspiration sind meine Kunden und meine Modelle. Die sagen mir nämlich, was sie brauchen, was sie haben möchten und so entstehen ganz tolle Sachen. In meinem Leben habe ich schon hunderte von Modenschauen geschminkt und so viele Shootings gemacht. Und es freut mich immer wieder, wenn die Models oder die Kundinnen in den Spiegel schauen und wenn sie strahlen und sich über ihr Make-up freuen. Ich sage immer, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich mache Frauen glücklich. Ja, immer die gleiche Frage. Welches ist denn mein Lieblingsprodukt? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich so viele Lieblingsprodukte habe, weil es ist ja meine Linie. Und ich habe unglaublich tolle Produkte. Ich liebe unser HDTV-Make-up, für mich persönlich auch. Ich liebe die ganzen Farbpigmente, die Puderpigmente, weil die unglaublich toll pigmentiert sind. Aber ich kann mich nicht festlegen. Warum ich so viele Farben habe, zum Beispiel bei den Make-ups, 24 Farben von Eskimo-Weiß bis Schwarzafrika-Braun. Ganz einfach, weil ich habe unglaublich viele Freundinnen aus dem Showbiz und da sind eben auch sehr viele Dunkelhäutige dabei, wie zum Beispiel die Weather Girls und die brauchen auch Make-up und darum konnte ich mich nicht entscheiden, bis wo ich das Make-up mache. Deswegen habe ich gesagt, ich mache Make-up für alle. Natürlich habe ich noch viele, viele Pläne, aber die verrate ich nicht, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Auf jeden Fall möchte ich als kleines mittelständisches Unternehmen gegen die großen, großen Konzerne ankämpfen und zeigen, hey, hier gibt es noch einen kleinen, der auch was Großes erschaffen kann und ich hoffe, Sie werden alle teilhaben daran.